Welches Amt? Ja, ich glaube, dass ihr ein Spitzenamt, man natürlich Sportminister oder auch jemand, der viel mit der Öffentlichkeit zu tun hat, auch für den Bereich des Innern könnte ich mir ihn vorstellen, als tatkräftigen Repräsentanten. Aber das wird er nie machen, weil er ist mit dem Fußball so verwoben, dass er, und das ist sein Leben, dass er, glaube ich, nie etwas machen wird, was mit dem Fußball nicht unmittelbar was zu tun hat.